Also wir haben hier unterschiedliche Sitze, also auch für die unterschiedliche Massagefunktion. Dann haben wir hier diese Sauerstoffmassage, dann diese Texas-Massage für die Faszien, sagt man auch, Massage. Eine Frage noch zur Energieeffizienz. Das ist ja ein wahnsinnig großes Konstrukt mit einer enormen Wassermenge, ja, die warm gehalten werden muss. Ja. Wie sieht es denn aus? Wo kriege ich den Strom dafür her? Gibt es Solaranlagen dafür? Gibt es da was, was... Man könnte eine externe Wärmequelle, also über Wärmetauscher anbinden, sei es über eine Wärmepumpe, ist sicher eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Swimspas autonom betrieben werden können. Also ich habe hier einen normalen Starkstromanschluss und man muss mit Kosten rechnen von in etwa 120 Euro im Monat. Okay. Ja, je nachdem, wie oft ich den auch nutze. Also relativ effizient. Absolut, weil die Pools sind, also die Swimspas sind auch voll geschäumt. Ja. Wir haben eine Isolierabdeckung. Mhm. Auch die Pumpen sind sehr energieeffizient. Also es ist absolut im Rahmen. Mhm.